Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Schade, dass du nicht hier sein kannst, um zu sehen, wie schön es ohne dich ist. Egal wie versaut du bist, es gibt Zitronen, die sind saurer. Und es gab sogar mal Tiere, die waren Saurier. Kleinspanien möchte aus der WM abgeholt werden. Kleinspanien, bitte. Was bekommt ein Informatiker in der Pubertät? Pixel. Bei der WM 2014 konnte Spanien nach Hause robben. Schaut, Leute, ohne Hände. Captain der Titanic. Na, Kinder, welches ist denn euer Lieblingstier? Der Reichsadler. Das ist mein Junge. Die globale Erderwärmung wird immer schlimmer. Da läuft man gerade Ski und BÄM ist es Sommer. Michael Schumacher. Irre, wenn man im vollen Wartezimmer beim Kinderarzt pupst, heben alle Muttis ihre Babys hoch und drücken das Gesicht an ihre Po's. Beschreibe dein Liebesleben in zwei Worten. Mein was? Für mich heißen die Einwohner von Paris nicht Pariser, sondern Parasiten. Suarez für 9 Spiele gesperrt. Ihn zu bestrafen, okay, aber ihn gleich verhungern lassen? Schade, dass Wetten das ausläuft. Luis Suarez hätte dort 40 Fußballer am Geschmack erkennen können. Luis Suarez soll ja ehemaliger Chefdesigner maßgeblich an der Gestaltung des Apple-Logos mitgearbeitet haben. Bist du Einzelkind? Ich bevorzuge den Ausdruck Alleinerbe. Oh, da liegt ein gebrauchtes Paar Socken herum. Gleich mal dran riechen. Männer. Immer. War klar, dass die USA bei der Fußball-WM verliert. Schließlich kann man beim Fußball niemanden erschießen oder verklagen. Deutschland spielt heute im Angriff mit Götze, Özil und Müller. Oder wie ich es nenne, Godzilla. Bin gespannt, wann Neuer das erste Mal ins Abseits läuft. Wenn die Franzosen gegen die Deutschen beim Fußball 90 Minuten Widerstand leisten, können sie ihren Rekord von 1939 schlagen. Wir haben 100 YouTube-Zuschauer gefragt, wie viele Stunden am Tag sie ohne YouTube auskommen. 99 verstanden die Frage nicht, einer lacht immer noch wegen Kommen. Laut einer Statistik ist Arjen Robben während der WM 42,7 Kilometer gelaufen und 9,3 Kilometer gefallen. Und, gewinnst du gerade? Das ist YouTube, wir sind alle Verlierer. Ich find's cool, dass die Ninja Turtles Masken tragen, um ihre Identität zu verbergen. Ist ja nicht so, als wären sie riesige grüne Schildkröten oder so. Ich bin jetzt schon so lange Single, ich weiß gar nicht mehr, wie man den Browserverlauf löscht. Deutschland kämpft wieder um den Sieg? Das ist ja fast wie früher, denn damals hatten wir einen Trainer, eher klein und bärtig, aber der konnte uns total aggressiv einstellen, wie kein anderer. In der Vorrunde waren die Tschechoslowakei, Polen, Frankreich und Holland kein Problem. Nur das Auswärtsspiel gegen Russland ging wegen der falschen Taktik verloren. Deswegen war das Spiel gegen die USA auch ohne Bedeutung. Opa, Weltmeisterschaft, nicht Weltkrieg. Ich wette, dass der in der 88. Minute eingewechselt wird, das Siegtor für Deutschland schießt. Wie nennt man einen überfahrenen Vogel? Piepmatsch. Yeah, bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.